schönen guten Morgen hier aus Bergen. Ja, wir laufen gerade ein, ne? Mhm. Das war mal wieder eine Stimmung hier in der Fjorde. Was? Quasi. Ja. Richtig schön heute Morgen mit dem Nebel noch dabei, ja, Sonnenaufgang. Ja. Das war schon schön, ne? Ja. Aber es ist kalt. Klirrend. Wir sehen auch, ich schwenk mal um. Da, ne, die Berge nicht allzu hoch, aber schneebedeckt, ne? Ja. Also von daher, es ist hier was kühler als bei uns. Ein bisschen. Ja, Nacht war zu kurz. Ja, leider. Frieda hat super geschlafen. Wir nicht so. Wir haben einfach auch zu wenig geschlafen und dann hat das irgendwie so gescheppert, ne? Geknarzt. Es war zwar kein großer Wellengang, aber irgendwie so komische Wellen. Ja, hat so das langgezogen. Geknarzt und das geknackt Schiff hat. Bricht auseinander, das muss in der Werft, ne? Dringend. Ja. So, wir wollen hier nicht allzu lange. Es ist ja kalt. Wir gehen jetzt frühstücken im Casanova. Kommt mit. Nehmen euch mit. Wir laden euch ein. Kommt mit. Der Seetag war Bombe. Wenn ihr den nicht gesehen habt, schaut noch mal in den Blog. Schaut nochmal vorher, ne? Also, geht jetzt los. Bis gleich. Ciao, ciao. Sagst du, Fritte? Ich bin auf dem Weg zum Strand. Ja. Ich habe auch schon mal eine Schwimmhaube an, ne? Die Haare nicht nass werden. Wir fahren jetzt runter. Der Aufzug kam sofort, verwunderlich, aber die meisten Leute sind, glaube ich, auch schon raus. Endlich. Wir fahren jetzt auf 5, gehen nach vorne, dann Deck 3 runter. Los geht's. Da ist Fritte schon wieder, die läuft schon wieder vor. Ist am Weg zum Strand, wie ihr seht, ne? Ich hab mein Strandoutfit an. Sieht man doch, ne? Na, die neueste, ist der heiße Scheiß, diese Flipflops da unten. Der dicken Sohle und der Schnürung. Wir sind jetzt hier in Bergen unterwegs. Wir sind in Bergen gelandet. Ja, quasi. Heißt das eigentlich Bergen wegen der Berge? Wegen den Bergen, ja. Und hier wird schon Frittes, hat die gestern alles gegessen und getrunken hat, wird schon ausgeladen. Ja, habt ihr im letzten Vlog gesehen? Fritte hat ja gestern noch Kuchen, ne, gekriegt und alles. Und ja, aber Herr Fred wollte ja so ein Klimborium. Ja, gehen, hat ne? nicht ganz geklappt. In den Stella-Vlogs. Ja. Für seinen Geburtstag, aber das geht nur am richtigen Geburtstag. Ja, und das geht nur, wenn die Frau das organisiert. Weil ich hatte ja gestern nicht Geburtstag. Ja, haben es ja trotzdem ein bisschen gefeiert. Ja. Bums. Es war später geworden, ja, ne? Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ihr wisst war Bescheid. War sehr schön. War lustig. Ja. Aber war eine turbulente Nacht, sagen wir es mal so. Turbulent. Wir gucken jetzt mal, das war... Müsste wahrscheinlich da sein. Da hinten. Die Fleubahn. Ich gehe jetzt Skifahren. Fritte geht Skifahren. Das gut geht, wissen wir noch nicht. Oh, hier. Hier müssen City wir machen. City Center Tourbusses. Oh, nee, und Bild. Foto. Wir machen ein Foto. Also, kommt mit. Wir machen jetzt ein Foto. Sagen wir bis später. Hallo. Liegt sehr hoch hier, der Kollege. Das ist, weil der Boris liegt abgenommen hoch hier. Hat. Ja, weil der Boris so abgenommen hat, liegt das Schiff so hoch. Ist hinten halb frei. Eieiei. Und ich komme mal nachher wieder raus. Nee, aber das ist, weil wir alle jetzt runter sind. Das ne? kann gut sein. Wir gehen jetzt mal hier, erkunden Boah, das hier, mal für euch. Mobility und sagen Bus. Euch das mal, wie ihr der, dann am besten da hinkommt. Wenn du eingeschränkt bist. Ja.
Oder mit Kindern auch. Oder mit Kindern und Rollator etc. Das ist wieder, ne, Norwegen. Ja. In Deutschland gibt es das nicht. Selten. Oder du zahlst direkt 10 Euro für eine Strecke von 2 Minuten. Wir gucken jetzt mal, wie lang die Strecke zur Bahn ist. Nehmen euch auf den Weg dahin mit und sagen mal bis später. Ciao, ciao. Das hat schon mal gespart, eine halbe Stunde ungefähr, ne? Also Tipp. Also auch mit Kindern. Wir haben ja erst überlegt, wenn Frieda nicht fit ist, kaufen wir am Tag und gehen hin. Ja. Brechend voll. Aber wir haben gerade noch auf dem Schiff natürlich hier sind. Ja, aber wir haben gerade noch auf dem Weg hierhin haben wir die Tickets gekauft. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Und dann kann man rechts an der. Und dann könnt ihr die, wenn ihr ein Apfelgerät habt, in das sogenannte Wallet. Dann steht ihr nur noch in der Schlange, die dann so lang ist. Aber ja. Aber ist schneller. Wir hoffen und mal. Geht ja einigermaßen. Genau, wir hoffen mal, dass es jetzt recht schnell geht. Wir dachten jetzt, wir können hier wieder vorbei mit dem Wagen. Kinderwagen, ja. Aber gut, egal. Aber hier sind ja einige, ne? Ja. So, Fritte, sind wir oben angekommen, ne? Ja, wir haben dann doch die Schlange überholt, ja, weil wir den Wagen klein gemacht Tipp haben. Tipp an euch, wenn ihr einen Kinderwagen habt, den ihr einklappen könnt und Kind auf den Arm nehmen könnt, dann könnt ihr auch an die anderen. Ihr könnt auch 3 Kilometer wandern zum City Center. Ist nur ein bisschen Höhenmeter. Ja, haben wir 800. Auch runter könnt ihr den Schlitten nehmen, wie ihr hier seht. Hier ist noch ein bisschen Schnee. Hier ist einiges los, aber der Ausblick ist schon ganz gut. Ja, ist ähnlich wie ein Aleshund, ne? Erinnert ja mich daran. Ziegen haben wir nicht gesehen. Nee. Die haben sich versteckt. Da gab es auch eine Gucci-Ziege. Das ist Fritz' Ziege. Ja. Gucci. Hier gibt es auch ein Café. Da waren wir noch nicht drin. Wohl auch mit Toilette. Wir gehen da vorne ist noch ein Souvenirshop. Wir gehen auch unten erst wieder. Hier ist zu voll. Genau, hier ist zu voll. Also ist schon. Wenn die Perla hier ist, dann. Perla? Die. Die Nova. Ja, dann ist schon. Weil gefühlt das ganze Schiff jetzt hier hochgegangen ist. Und ja, muss man beachten, würde ich jetzt mal sagen. Man muss ganz früh oder später? Genau. Dann wird es besser wahrscheinlich. Später soll das Wetter auch besser werden. Von daher hätten wir vielleicht die Option wählen sollen. Ja. Aber da auch nochmal als Tipp, die Tickets vorher buchen, dann müsst ihr auch nicht so lange anstehen. Wir haben 25 Minuten angestanden. Aber wir müssen eh wieder hier und, rum, glaube ich. Genau, wir gehen mal rum und zeigen euch noch ein bisschen was. Bis später.
Da ist Ritte. Die ruft morgen an, hat sie gesagt. Ja. Die war da oben eben. Da oben. Ist sie hochgewandert. Ich bin da hoch. Die in Stöckelschuhen. Ich habe ja auch die Wander... Nee, ich muss jetzt mal übernehmen. Das ist eine Sensation, Freunde. Wenn ihr uns schon länger begleitet und ich hatte schon länger immer auf gute Norwegen Schuhe. Touren. Ich habe immer die das passenden Schuhe. Das ist der Wahnsinn Schuhe. Hier. Red. Kannst du bitte nicht so... Nicht, ist keine Schleichwerbung. Das sieht man gar nicht. Und wie fühlt es sich an? Ach, ganz anderes Gefühl. Nicht mit kaputten Schuhen? Ja, wenn du jetzt nicht noch den Himmel auch nur filmen würdest, dann wäre gut. Wie, du bist drauf. Was sagst du? Ja, war gut. Hätten wir mal später hingehen sollen zur Bahn, aber gut. Als wir dann ja, rausgegangen sind. Ja, jetzt haben wir hier volles Panorama, ne? Ja. Hier ist die Stadt. Hast du da die Fotos gemacht? Ja. Hier die Häuser. Hier ist unser Boot, die Mira. Das ist die Mira. Ist umgebaut worden. Mhm. Ne, Fred? Ich muss noch was aufnehmen für euch. Ja. So, Fred hat seine Porträt-Shootings beendet. Ihres Shooting habe ich gemacht. Ja, es ist jetzt hier Strandwetter, würde ich sagen. Ja. Ne? Ich war ja eh auf dem Weg. Ab an eine Playa. Platja. Die Bergen. Ja. Und ja, da oben, das hat es gelohnt, auch wenn wir länger anstanden. Ja. Also guckt, dass ihr nicht mit der ganzen Gruppe da hochfahrt. Nee, geht so, ne? Um halb drei, drei oder so. Ja, je nachdem, wann ihr hier seid. Ja. Aber ja, jetzt hat das nochmal aufgeklärt. Das wäre natürlich da oben auch nochmal. Wir noch fahren nochmal hoch. Ist aber ja ein, gut. Ist ja ein Round-Ticket. Ja, Round-Trip. Deswegen können wir dann ganz oft einfach hoch und ja, runter fahren. Ne? Hammer mit drin. Wir haben gerade noch eine Kleinigkeit snacken zwischendurch. War lecker. Das lecker, war aber norwegische Preise. Weiße Pizza, ne? Wer es kennt, schätzt mal, was die Pizza gekostet hat. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich fand das gut. War lecker. War sehr gut. Aber... Ja, machen wir mal einen Quiz draus. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr meint, was die Pizza gekostet hat. Ja, wir gehen jetzt hier noch rum. Ja. In der Stadt. Und gucken noch mal. Fred will bestimmt noch irgendwo was kaufen, wie immer. Immer, wie immer. Ja. Aber so finde ich... Haben wir noch ein bisschen Fußweg jetzt. Das Norwegen-Wetter, ne? Bisher gut. Bisher top. Also meine Handschuhe muss schon nicht, Handschuhe und Schal kamen noch nicht zum Einsatz. Ja, das, du bist da ja auch speziell. Also wir haben so um die 2-3 Grad, ne? Ja. Aber der trägt erst Schal, wenn der Hals abgefroren ist quasi. Das ist dann Kühlung. Ja, aber ich bin ja froh, dass das zur Einsicht mit den Schuhen gekommen ist. Ja, ne? Die Frau hat mich überredet. Bleib ach dran. So, da, nee, das nee, wollte ich noch, du noch erzählen. Das wollte ich noch sagen, zum, bezogen auf den Sonnenschein hier. Wenn ihr das nicht auf der Tour habt, habt ihr was falsch in der Buchung gemacht. Ne? Ja. Entweder nicht mit uns gebucht, also das Gespräch nicht gebucht, nicht den Link genutzt. Ja. Die Cookies nicht akzeptiert. Ja. Ja, das können die Fehler sein, ne? Dann gibt es Sonnenschein. Nur, sonst, ja. Nur dann gibt es Sonnenschein. Wenn und das vielleicht alles beachtet. Fahrt ihr auch mit uns, ne? Ja. Also haben wir einige getroffen von euch. War ja. Sehr, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Wir treffen hier immer, die hatten wir eben auch, wo wir essen waren. Da wird man immer mal angesprochen. Ja. Und das freut uns, ne? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt höre ich auf. Sonst wird das wie eine, hat schon wieder Blubberwasser wie eine Sprachnachricht von mir 15 Minuten lang. Bleib dran. Thank you.
ist, ne? Wenn die Sicherheit von unten ist, ist es entspannter. Da die Frau gehört. Frieda, sag zu Hause. Da, genau. Frieda, da bist du zu sehen. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen übers Schiff. Fritze will sich einen dicken Hackdöner holen. Nee. Wir gucken mal, was wir finden. Frieda. Bis gleich. Zum Abendessen. Fritte guckt hier schon. Wie ist der Wellengang? Ich sehe nichts. Sonnenhöchststand 12:52 Uhr. Wo geht man jetzt hin? East, oder? Ab ins East, würde ich sagen. Frieda hat gerade auch schon einen Ausflug gemacht. Da müssen wir ein bisschen flexibel wir variieren. Wir hatten auch keinen Außenbereich. Das werden nicht gehen, wenn alle gehen. Oder können euch sagen, ob wir die hier an Bord sind.